Mein Name ist Florian. Auf meinem YouTube-Kanal geht es immer wieder um Themen der analogen Fotografie. Und heute geht es um einen wiederaufgelegten Film, den Ferrania P30. Und ein italienischer Film. Und es geht damit eigentlich nicht nur um diesen Film, sondern auch um das Wiedererstehen des Looks der italienischen großen Kinofilme der 30er bis 60er Jahre. Also, bleibt dran, das ist ein Thema, das ist nicht nur interessant für Fotonerds, sondern auch für alle, die gerne Fellini, Pasolini, Antonioni, die italienischen Filme, Schwarz-Weiß-Filme sehen. Ich möchte vorausschicken, das ist jetzt kein komplettes Review, so wie es viele Profis machen, sondern ich habe den Film getestet und ich möchte gerne meine persönlichen Erfahrungen mitteilen und hoffe, dass möglichst viele dann auch ihre Erfahrungen teilen in den Kommentarteil unter dem Film. Vielleicht nur ganz kurze Informationen. Die Firma Ferrania gab es in Italien von 1923 bis 2010. Ist mehrmals aufgekauft worden, Besitzerwechsel und 2010 eingestellt worden. Es haben aber Film- und Fotobegeisterte mit großem Einsatz über Jahre hinweg jetzt das wieder aufgebaut und jetzt seit Februar 2020, wenn mich nicht alles täuscht, ist nach der P30 Alpha Version auch der sozusagen im normalen Verkauf der P30 wieder aufgelegt. Alle italienischen Filme von, oder fast alle Schwarz-Weiß-Filme von ca. 1925 bis ca. 1965 sind auf einem ähnlichen Film gedreht worden. Diese Neuauflage orientiert sich an dem Originalrezept, an der Originalformel für den Film und wurde eben für die moderne Fotografie wieder aufbereitet. Alle Infos zu Ferrania kann man auf der Homepage von Ihnen finden. Ich setze einen Link in die Beschreibung unter dem Film. Bevor ich jetzt meine Bilder zeige, ganz kurz noch, wie habe ich fotografiert? Ich habe zwei Filme fotografiert. Einen mit moderner Ausrüstung, nicht ganz modern. Mein Leica Summicron 90mm ist aus den 70er Jahren. Das Carl Zeiss Planar, gut, alte Rechnung, aber ist super scharf, sehr modern eigentlich. Und das Voigtländer Ultron. Gut, und dann war ich nicht ganz zufrieden mit den Bildern. Ich dachte mir mal, ich möchte sehen, wie ist es, wenn ich den Film, der angelehnt ist auf den 60er Jahren, mit einer wirklich alten Kamera, mit alter Optik fotografiere und habe die Exakta von meinem Großvater genommen. Hier haben wir ein Carl Zeiss Jena Glas, 58mm 1:2. Gut, das ist das Normalobjektiv, das 135mm, also schon ordentliches Tele, auch von Carl Zeiss Jena, das Sonar mit F4 und das Lüdit von Meyer Görlitz, 30mm Weitwinkel. Und ja, das nur kurz zur Ausstattung. Und werden wir sehen, ob das einen Unterschied macht, moderne, alte Optiken. Und entwickelt habe ich das Ganze dann in Rodinal, Standentwicklung. Es gibt von der Firma Ferrania Best Practice Sheet. Hier sind die empfohlenen Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungszeiten angeführt. Und Rodinal Semi-Standentwicklung, so wie ich es gemacht habe. Ich habe mich an das Sheet gehalten, das ist sogar eine der empfohlenen Entwicklungsarten. Was mich ja vor allem interessiert hat, war dieser Look des italienischen Films. Ich liebe Pasolini, ich mag auch Fellini sehr gerne, die Filme. Und mich hat interessiert, gelingt es wirklich, diesen Look herzustellen? Und habe dann meine Bilder, die ich gemacht habe, verglichen mit Stills aus den Filmen. Oder möchte das vergleichen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich habe nach Bildern gesucht aus Filmen, die meiner Meinung nach eine Ähnlichkeit haben, wo man sehen kann, so ähnlich sieht das dann aus. Gut. Und jetzt gehen wir gleich in die Praxis, schauen die Bilder an. Wir sehen hier eine Szene aus Fellinis La Dolce Vita, Anita Ekberg in der Fontana di Trevi. Und jetzt schauen wir hier mal kurz das Wasser an, die Kontraste
Ja, ein bisschen beachten und dann gehe ich, zeige ich ein Bild von mir jetzt, von gestern. Ist zwar nicht die Fontana di Trevi, das ist der Almkanal in Salzburg. Mich erinnert es dran. Also wirklich, diese starken Kontraste sehe ich Ähnlichkeiten. Übrigens aufgenommen mit der alten Exakta. Jetzt ein Still aus Fellinis 8,5. Und ich muss ehrlich sagen, also dafür, dass das eigentlich nur Stills sind aus Filmen, das sind richtige Kunstwerke, diese Bilder. Also unglaublich, denke ich. Aber hier möchte ich wieder hinweisen auf diesen Kontrast. Ja, hier die Personen, die hier richtig schön rauskommen, Marcello Mastroianni. Und wenn man sieht, das habe ich gestern, vorgestern gemacht, das ist jetzt mit dem Summicron 90 mm. Und wir sehen hier schon, also eine Qualität ist schon, die Schatten sind tief und klar, hohe Kontraste, aber es ist in den Schatten, ist alles zu erkennen und die hellen Partien weisen Schärfe auf. Also ich meine, hier ist ein bisschen ausgerissen, natürlich die Spitzlichter, aber ich finde wunderbar eigentlich. Fast kein Korn zu sehen, das ist auch die Beschreibung der Macher, ja, durch den hohen Silbergehalt. Nächstes Bild ist jetzt, ja, die Qualität nicht so gut. Pasolini, Mamma Roma, das ist das Haus, in dem sie wohnt mit ihrem Sohn Ettore. Und was wir sehen hier, ja, diese starken grauen Grautöne, ja, auch im Himmel oben, ja, hoher Silbergehalt, vermute ich jetzt wieder mal, ja. Und wenn ich sehe jetzt, das ist Salzburg, ebenfalls, ja, hier dieser starke graue Himmel, diese Häuser, das ist eigentlich ein ja, so leicht bräunlich, helles Braun eigentlich, ein Gelb, also es kommt alles recht dunkel daher. Diese Charakteristik kann man auch im Pasolini sehen, ja. Dann noch einmal Fellini 8,5. Also wieder ein grandioses Bild, denke ich, für eine Filmszene, ist ein Meisterwerk, ein künstlerisches Meisterwerk, wie er da mit Schwarz-Weiß arbeitet und was die Bildaussage ist. Und in Salzburg, ja, habe ich gestern auch einen Bischof fotografiert. Ja, Motiv ist ähnlich. Aber was wir sehen, ist die starken Kontraste, hell und dunkel. Also ich finde, ich sehe da Ähnlichkeiten. Ah ja, das ist jetzt nochmal ein Bild von mir. Achten wir mal auf die, ist natürlich hier, ist stark ausgerissen. Ich habe hier einfach auf die Szenerie im Vordergrund belichtet. Übrigens mit der Exakta, man sieht hier Randunschärfen, das gehört hier leider dazu. 30 mm Lüdit. Wenn wir jetzt Pasolini nochmal schauen, das zweite Matthäus-Evangelium. Recht ähnlich, finde ich, ja, vergleichbar. Gut, ich glaube, jetzt schauen wir, lassen wir mal die Vergleiche sein. Aber was ich mit diesem Vergleich zeigen wollte, ist, dass der italienische Autorenfilm tatsächlich in diesem Film eigentlich wieder aufersteht. So, ich zeige ein paar Bilder noch, die ich gemacht habe. Zuerst mit der Exakta, mit der alten Ausrüstung, da sehen wir schon die Randunschärfe durch beim Lüdit, aber ich finde gerade so für diese Retro-Motive, hier haben wir die alte Vespa perfekt geeignet für diese Grautöne im Mittelbereich, wie die schön rauskommen, die Kontraste, gefällt mir. Ja, hier etwas, die hellen Partien sind überbelichtet. Ja, eigentlich ein Fehler, aber gefällt mir trotzdem. Ein Blick in die leere Getreidegasse. Normalerweise sind hier Hunderte von Touristen. Ich finde, der Film meistert die Kontraste gut. Also es ist ja doch sehr hell. Man sieht, man kann sogar den Geißberg hinten erkennen. Sehr helle Partien und Schatten. Wunderbar. Stimmung kommt hier rüber, finde ich. Exakter wieder 135 mm. Ja, gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Moderne Kunst
vor der Festung Hohensalzburg. Wir sehen hier wieder diese Graubereiche hier im Himmel und die schönen Kontraste. Also ja, auch ein Bild aus der Corona-Krise. Geschäft geschlossen, aber die Eingangstür ist offen. Erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an Mama Roma von Pasolini, auch von den Grautönen her. Ja, ein Geschäft in Salzburg. Auch wieder so dieser Retro-Style, da passt diese Art von Film sehr gut. Gut, jetzt kommen wir zu den Bildern, die ich auch mit der modernen Optik gemacht habe. Ja, auch schön. Dieses Bild war mir eigentlich zu hart. Deswegen wollte ich die Exakta auch verwenden und schauen, wie das Bild geworden ist. Aber ich muss ehrlich sagen, durch die alte Optik, es wird das Bild nicht weicher. Das ist genauso kontrastreich, aber ein bisschen schlechter, weil einfach die Randunschärfen da auftreten und optische Fehler dabei sind. Das ist jetzt mit dem Ultron, glaube ich, fotografiert. Aber wir sehen hier, also das ist eigentlich gelb, ja. Oder ist das gelb und das ist leicht so beige, aber sehr hell, das kommt mir sehr dunkel vor jetzt, ja. Also das ist der Charakter dieses Films. Gut. Auch hier, man muss schon sagen, also kaum Korn zu erkennen, wenn wir hier so ein bisschen ins Detail gehen. Super Wiedergabe, finde ich. Und gefällt mir. Ja, am Friedhof. Eine Figur im Schatten war das. Ja, da haben wir wieder diese grauen Himmelspartien. Der Brunnen ist noch eingerüstet nach dem Winter. Aber wenn wir hier gehen wir mal ins Detail. Also gefällt mir total gut, muss ich sagen, was hier wird es wiedergibt. Schön. Ja, 90 mm Summicron. Nochmal. Eine Spiegelung der Salzach. Ja, das war so eine Lampe. Hinter der Lampe befindet sich die Sonne, ist klar, glaube ich. Und in der Lampe spiegelt sich das Wasser der Salzach. Schön geworden. Ja, und zum Schluss zeige ich nochmal kurz, ich habe hier auch Filter getestet. Das ist jetzt mal ohne Filter. Und dieser Baum ist im Abendlicht oder späten Nachmittagslicht, es war zwischen 18 und 19 Uhr, Mitte April, also ist er im Abendlicht gestanden. Hier kommt das Licht nicht raus, der Baum ist dunkel vor dem weißen Hintergrund. Jetzt schauen wir mal mit dem Gelbfilter. Ja, Gelbfilter, hier kommt jetzt der Baum und die Beleuchtung des Baums schon recht stark raus. Mehr an Filter vertragt es eigentlich kaum in der Situation, meiner Meinung nach. Ich zeige mal, was mit dem Rotfilter passiert. Extreme Abdunklung. Also das ist jetzt auch der Dunkelrotfilter, aber ich habe mit anderen Filmen nicht diese Erfahrung gemacht, dass das so extrem abdunkelt. Also das ist wirklich so, wie man halt in den 50er, 60er Jahren Nachtszenen gedreht hat. Hat man ja untertags gedreht mit starkem Rotfilter und so könnte man, ist eigentlich wie eine Nachtszene. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen, Gelbfilter ohne Filter. Ja, extreme Unterschiede. So, das war es jetzt mit meinen Bildern. Gut, mein persönliches Fazit. Nummer 1, vier Dinge. Nummer 1, endlich ein Film, mit dem ich mit meiner alten Exakta und der ganz alten Ausrüstung annehmbare, gute Schwarz-Weiß-Bilder produzieren kann. Ich finde die modernen Filme, die Ergebnisse sind oft sehr flach und langweilig, weil eigentlich die Linsen ja damals nicht so auf Schärfe und Kontrast konzipiert waren. Jetzt hat der Film einen sehr hohen Silbergehalt und dadurch werden die Bilder ohnehin sehr kontrastreich. Und das ist mal Punkt 1. Gut, also für alte Kameras, alte Optiken
eigentlich ein geeigneter Schwarz-Weiß-Film. Punkt 2 meines Fazits und meiner persönlichen Erfahrungen, man sollte das bedenken, dass bei hartem, starkem Sonnenlicht durch die starken Kontraste extrem harte Bilder entstehen. Das muss ja kein Nachteil sein, manchmal will man vielleicht genau diesen Effekt erzielen, aber das ist ein Punkt, der für mich zu bedenken ist. Punkt 3, Vorsicht mit dem Einsatz von Farbfiltern. Wie ich es gesehen habe, meiner Meinung nach, also ein Rotfilter, der zum Beispiel bei einem Agfa APX-100 gut wirkt zum Beispiel oder weniger wirkt, wirkt sich extrem aus. Ich vermute auch durch den hohen Silbergehalt auf dem Film. Also ich denke, mir reicht der Gelbfilter, ist schon Effekt genug für die meisten Situationen. Man kann es vielleicht auch als Effekt wieder einsetzen, aber muss das bedenken. Und Punkt 4, ja, diese Stimmung der alten italienischen Filme kommt meiner Meinung nach wirklich sehr gut raus. Ja, wie denkst du über das, was ich hier gesagt habe? Hast du selbst schon Erfahrungen mit dem Ferrania P30? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Schreib es bitte in die Kommentare unter diesem Film. Wenn du Lust hast, abonnierst du meinen Kanal. Und wir enden jetzt mit einem Trailer zu Fellinis Film 8,5. Ich finde grandiose Schwarz-Weiß-Bilder auf diesem originalen Ferrania P30. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Elegante. Giù definitivamente. Hai ragione. Sgulp. Guido. Perché non sa voler bene?